Dann verlassen wir uns darauf. Da gibt es keinen Grund mehr zu warten. Gut, dann welches Schiff liegt im Hafen? Der Villa des Patriarchen? Richtig, Ei. Unter Tito. Er ist der Kapitän Tito Secundus. Gut. Dann kann sie sich möglicherweise in Eigenregie dorthin begeben. Ihr beschäftigt nur die Frage, wer ihr Bescheid sagt. Ich werde mich garantiert nicht in diesen schrecklichen Zug hereinwagen. Naja, es ist ja eigentlich schon ganz schön da. Wenn ihr so geneigt seid, kann ich ihr natürlich einen Nunziovolo zukommen lassen. Dieser ist allerdings nicht immun dagegen, von den Nachtwinden abgefangen zu werden. Wie viele sind dann noch übrig? Oder wie viele konntet ihr ausschalten? Einigen wir uns auf zu viele. Gut, ich dachte nur daran, dass diese beiden Buchhändler noch zwei Werke Renewbaras hatten, die von einigem Interesse sein dürften. Aber vermutlich sollten wir uns davon nicht ablenken lassen. Verzeiht, die Frage war an mich gerichtet. Richtig, zwei. Ja, ich war mit meinen Gedanken woanders. Naja, ich laufe da auch wohl einfach eben hin. Es wird schön sein, wieder mit Füßen auf einer Schiff des Patriarchen zu stellen. Verstehen. Wir kommen doch so selten aus dem Hafen. Vor allem seit der Seeschlacht. Jo, er ist immer noch in Gedanken woanders. Ich laufe wohl zu dieser komischen Hexe hin. Danke, Rafim. Ja, bitte. Möchte irgendjemand mitkommen, die Hexe besuchen? Nun, ich werde euch begleiten, denke ich. Na, ich kann wusste, auch bei der begleiten. Hexe kannst du nicht Nein sagen, Abelmir. Ja, nun ja, weniger die Hexe, mehr, nun ja, das Flair. Gut, dann werde ich auch mitkommen, bevor sie euch wieder beleidigt und ihr sie an die Ecke bringen müsst. Naja, das macht's jetzt irgendwie weniger spannend, aber ich kann euch ja nicht aufhalten. Will der Rest dann schon zum Schiff vorgehen oder wollen jetzt alle mitkommen? Warum gehen wir nicht alle erst zum Schiff und richten uns ein und dann könnt ihr euren Gang unternehmen? Es könnte sein, dass wir Verfolger haben. Wir wissen nicht, wie genau wir aufgepasst haben. Sollten wir erst mit dem Schiff gesehen werden, wenn wir auch wirklich abreisen? Dann werde ich mich doch vielleicht doch an eure Person halten, Capitania. Naja, war ja wieder klar, wenn ich in den Zug gehen will, will keiner mitkommen. Kaum geht Zulam in den Zug, kommen wieder alle mit. Ihr seid ein Saftladen, seid ihr. Dann gehen wir alle in den Zug und danach gemeinsam zum Schiff. Das ist ja schließlich ein gefährliches Pflaster. Ja, ein gefährliches Pflaster. Eine halbe Stunde später könnt ihr wieder in der Wohnung der merkwürdigen alten Frau auftauchen, die von den Schwestern Chalvins hier residiert. Das Viertel selbst stinkt erbärmlich und diese Hütte wohl besonders. Und wenn ihr dann durch den knarrenden Boden euch vorangetastet habt, dann könnt ihr dort erkennen, wie sie dort wieder sitzen und euch wohl erwartet haben. Während sie vor einer großen Kugel sitzt, einige Kerzen, die wohl angezündet sind, hat ihre zotteligen Haare noch ein bisschen vor das Gesicht gekämmt. Auch die mit dem Schlangentattoo versierte Kelpera, die ihr dort erkennen könnt, wie sie euch dann eben auch anstarrt, wenn ihr dann an den Planken vorbei in den Raum geht. Seid gegrüßt. Wir hatten Erfolg. Und schön zu hören. Kurz. Nun, wir konnten eine Gelegenheit zur Abreise organisieren. Im Hafen liegt ein Schiff mit Namen Villa des Patriarchen. Habt ihr die Möglichkeit, ungesehen dorthin zu kommen? Ich denke schon. Wie ich bereits sagte, ich konnte mich unmöglich mit all den Wachen in dem Palast bewegen und ihn dort suchen. Aber wie ich heraushörte, habt ihr ihn gefunden, ja? Mein Tipp war also korrekt? Ja, das war er. Und wir haben auch einiges herausgefunden. Wir wissen jetzt, was unser nächstes Ziel sein wird. Ausgezeichnet. Dann werde ich auf dem Schiff auftauchen. Gut. Dann sehen wir uns dort. Wollt ihr mir noch mitteilen, was ihr gefunden habt? Nun, was wir gesucht haben. Den Schleier. Und?
Es klang so, als ob ihr noch etwas mehr gefunden habt. Außer dem Schleier. Aber mir mögt ihr berichten? Ungern. In groben Zügen. Wir haben auch das Tagebuch des Donation gefunden. In ihm wird die Lage eines Observatoriums beschrieben und wie man dort hineingelangt. Dort ist der Gürtel versteckt. Ist dem so? Dem ist so. Dann werde ich euch zitieren, wenn wir an der Stelle sind. Ich weiß nicht, was ihr damit ausdrücken wollt, aber tut das. Wir werden sehen. Natürlich, wir werden sehen. Nun, aber dann scheint uns wenig im Weg zu stehen. Brechen wir auf. Ich hole den Terillion-Tetraeder. Lumi nickt. Wir werden ebenfalls in Kürze beim Schiff sein. Ausgezeichnet. Und lasst euch nicht töten auf dem Weg. Das kann ich nur zurückgeben. Ja, das wäre nämlich ausgesprochen ungünstig. Ich werde euch sicherlich noch brauchen. Oh ja. Ja, ist immer wieder schön, wie du Freunde findest, Abelmir. Ja, ich habe so eine gewisse Art, mir Freunde zu verschaffen. Sie ist unwiderstehlich. Wahrhaftig, den Meister bei der Arbeit so zu sehen, ist ein Erlebnis. Nun ja, da das getan wurde, lasst uns gehen. Ich finde diese Bruchbude eklerend. Vor allem sollten wir uns beeilen. Sollten wir alle gemeinsam in den Zug laufen gesehen wurden von den falschen Personen, dann spielt die Zeit gegen uns. Habt Dank für eure Gastfreundschaft, Orana. Und bis gleich, Kelbara. Immer wieder gerne, Zulamin. Ja, lass euch nichts einreden. Eure Hütte ist eigentlich ganz schön. Das Dach ist ja sogar fast richtig gedeckt. Zulamin, komm doch einmal her. Ja? Sie nimmt deine Hand, kannst ihre alte, ledrige Haut spüren. Sie zittert so ein bisschen. Ihr solltet euch niemals schämen. Ihr seid ein gutes Mädchen und Raya hat euch ausgewählt. Das wisst ihr. Die Götter haben es alles so gelenkt, wie sie es für gut befinden. Schämt euch nicht. Ich weiß, dass sie mich auserwählt hat. Aber das heißt nicht, dass ich nicht das eine oder andere Mal Dinge getan hätte, derer ich mich schäme. Und das zu Recht. Nun, ihr habt ein dunkles Erbe in euch. Aber die Göttin lenkt meine Schritte. Das hat sie immer getan. Solange ich auf sie vertraue, wird dieses dunkle Erbe nicht die Oberhand gewinnen. Richtig. Viel Erfolg, aber ihr werdet ja haben. Ich habe es gesehen. Vielen Dank. Und ich verlasse den Raum und mache mich schon auf die Tirade von Serpentilio gefasst. Der wartet schon draußen. Er ist irgendwo zur Hälfte der ganzen Sache wütend rausgegangen. Ja, Bethania, wollt ihr euch wirklich weiter von solchen Kaffeesatzleserinnen zu texten lassen? Kelbara mag eine kompetente Praktiziererin ihres Faches sein, aber diese Hexe, ich bitte euch. Was wollt ihr als nächstes noch tun? Euch von ihr ein Wolternblatt legen lassen? Namin sieht dich milde an. Ich euch auch, Serpentilio. Ich euch auch. Sie kann euch nicht sagen, was ich euch nicht auch klarer vermitteln könnte. Nein, natürlich nicht. Ihr seht dich halt. Nun, lasst uns gehen. Nicht, dass hier noch jemand auf den Dächern... Nein, nur eine Katze. Ja, Diamantes, wenn ihr dann aufbrecht, werdet ihr auch nur ungefähr 5 Schlägern in die Hände laufen. Wenn sie dann allerdings den großen Trollzacker Rafim erkennen, beziehungsweise Track von Kekrach, werden sie wieder umdrehen und
sich so an die Seite stellen, dass ihr an ihn vorbeigehen könnt. Sonst aber werdet ihr sicherlich überfallen worden. Nur die einschüchternde Statur von Rafim hält sie davon ab. Ja, der Zug ist auch nicht das, was er mal war. Ich sag's euch, hallo. In Mirheim wäre sowas nicht passiert. In überhaupt keiner anständigen Stadt wäre so etwas passiert. Wo sind wir, dass jemand es für der eigenen Gesundheit zuträglich hält, zwei Gildenmagier zu überfallen? Die haben dich angesehen und sind in die andere Richtung gelaufen. Ja, was soll denn das? Also wirklich, ich sehe doch nett aus. Die Leute werden hier eingefercht und sich selbst überlassen. Hier herrscht das Recht des Stärkeren. Und dabei gewinnt Rafim. Wie war? Wir hätten es ja auf den Test ankommen lassen können, also. Also, ne? Das sieht hinterher aus wie Diamantis. Mir geht das eigentlich noch relativ gut. Ja, ihr seht sehr gut aus, muss ich sagen. Ihr strahlt richtig. Ihr solltet nur euer Blut abwaschen lassen einmal. Na, dafür haben wir sicherlich noch die Zeit. Ihr seht aus wie ein Zugbewohner hier. Ich denke, das ist Absicht. Teil des Charms oder so. Ja, ich verstehe. Naja, und es sieht aus, als wäre es alles fremdes Blut. Die haben euch ja gar nicht richtig erwischt, ihr Mantis. Na, die nicht. Aber dieses Horn schmerzt mir immer noch. Wenigstens wurde die Wunde gut verbunden. Wie könnt ihr beim Aussehen erkennen, ob es sein Blut ist? Naja, hat keine Wunden. Oh, ach so. Von der Art, wie es gespritzt ist, Aventilio. Ja, und von der Art, wie er sich bewegt. Hätte er eine offene Wunde? Ja. Außerdem ist sein Blut andernfarbig. Das ist ein Tick dunkler. Ich sagen möchte, ein Tick. Ja, verstehe. Wenn ihr möchtet, können wir das nachher ausprobieren. Oh, für anatomische Experimentation war nie mein Steckenpferd. Ich glaube, das war ein Nein, richtig, Zulamin? Ja. Schade. So könnt ihr über die Rosenbrücke gehen am Hafenviertel in Richtung El Burial, wo wohl immer noch Drogenpartys auf offener Straße gefeiert werden. Wenn ihr dann an der Hauptstraße entlang dem Ganzen folgt, Diamantas hatte das wohl ausgekundschaftet, vorbei am Tempel der zweifachen Schönheit, wo eine ganze Menge an Exil-Maraskanern warten, vorbei an dem an der Pension bei Julmin und dem Bordell der lieblichen Jasmina, könnt ihr dann auf eine stattliche Galeere unter alamphanischen Wappen ja, herantreten, die dort am Hafen an Anker liegt. Wohl die ein oder anderen Wachen, die davor stehen, viele Sklaven, die ihr erkennen könnt, natürlich auch einige Dukatengardisten, die wohl zu eurer Freude angestellt worden sind oder aber die der Patriarch gespendet hat. Und dort könnt ihr auch einen stattlichen Kapitän erkennen, der wohl noch gelangweilt auf einem Stuhl sitzt am Heck des Schiffes. Dann trete ich mal auf den Kapitän zu, wenn man ihn von hier aus schon sieht, und mache eine grüßende Handbewegung. Kapitän? Hola, Signorina! Kommt daran! Darf ich an Bord kommen? Kommt daran, es ist euer Schiff, eh? Ich habe mich, glaube ich, noch nicht vorgestellt. Ich bin Tito Secundus Uludas. Sehr erfreut. Wir hatten noch nicht das Vergnügen. No, Signorina. Aber ich stehe in euren Diensten. Kieras hat mich empfohlen, eh? Das ist eine Empfehlung, die viel wert ist, in Al-Anfa und anderswo. Sí, Signorina. Wie war die Reise? Ruhig, möchte ich meinen. Allerdings hat Kiaras noch den Drang gehabt, dass er nach dem ein oder anderen Piratenschiff jagt und schießt. Wir haben sie nicht aufgehalten. Wir haben nicht gehört, dass es eine Rettungsmission hier in Elburung gibt. Also sollte ein Schiff genügen, um euch von hier nach da zu bringen, ne? Ihr wart absolut pünktlich. Sie, Signorina, wir liegen seit 2 Tagen bereits hier. Nun, wir haben eine kleine Mission. Natürlich, wir wollen nach Janka, aber auf dem Weg möchten wir noch ein paar Dinge erledigen.
bei denen ihr uns helfen könnt. Wir warten allerdings auch noch auf eine Passagierin, eine Magierin mit einer Schlangentätowierung. Wir nehmen an Bord, wie noch immer ihr an Bord nehmen mögt. Es ist euer Schiff. Gut, ich weiß nicht, wie sie hierher kommen wird, aber vielleicht informiert ihr eure Mannschaft, dass es nicht zu Missverständnissen kommt. Es könnte sein, dass sie einfach auf das Schiff teleportiert oder etwas dergleichen. No, Signorina. Aber fühlt euch hier wie zu Hause. Ich habe bereits mein Kapitänsquartier geräumt, sodass ihr Platz nehmen dürft, wenn ihr mögt. Ihr seid zwar hier nicht die Kapitäne dieses Schiffes, aber wohl die Eignerin. Zusammen mit dem großartigen Rafim. Eine Freude, dass ich euch einmal kennenlernen darf. Und der Diamantes. Dabei läuft er dann von dir weg zu Lamin und läuft mit seiner Hand voraus, schüttelnd dann zu Diamantes und Rafim. Die großartigen Helden an Anfass. Eine Freude, hier an Bord zu sein. Mein Schiff ist euer Schiff. Unter den Füßen zu haben. Sind wir abfahrbereit? Per se ja, Senior. Jederzeit. Großartig. Minderes hätte ich auch nicht erwartet. Eure Signorina Zulamin sagte, wir warten noch auf eine Magierin, sie? Ja. Ja, wir, was auch immer. Ja. Ach ja, auf die, ja stimmt, auf die warten wir noch. Sobald sie eintrifft, sind wir abfahrbereit. Wo können wir die Pferde unterbringen? Lasst sie gerne hier stehen oder ihr könnt sie eine Halbstufe weiter nach unten führen, dann stehen sie neben den Sklaven. Gut, ich werde mich darum kümmern, dass sie gut untergebracht sind. Und Zulamin führt ihr Pferd in die gewiesene Richtung. Schöne Tiere, Signorina, schöne Tiere. Ja, in der Tat. Ein guter Kauf. Ja, ich würde mich zu Diamantes runterbeugen. Naja, sind jetzt keine Bären, ne? Aber für Pferde ganz in Ordnung. Sehr nützlich. Wir können nicht alle auf Bären oder Sträußen reiten. Naja, aber mir könnte, er will nur nicht. Es ist unter meiner Würde, auf Straußen zu reiten. Naja, wenn du willst, besorgen wir dir einen Bären. Nun, er würde mich ja vermutlich eher fressen, als auf ihm reiten lassen. Gib's auch zu, du wartest nur, bis die Elefanten ausgewachsen sind. Dann nimmst du dir den. Oh. Nun, ich ziehe ein vernünftiges Pferd vor. Ein Magierpferd, wenn es genehm ist. Was zum Herrgott ist denn ein Magierpferd? Ich wusste gar nicht, dass Pferde auch Magier werden können. Nun, ein Magierpferd ist ein Pferd, das geschult ist im Umgang mit Magie. Es reagiert nicht störrisch oder nervös, wenn der Reiter Magie wirkt. Versteht ihr? Ja, also du willst jetzt sagen, dass es nicht zaubern kann. Nein, Pferde können gewöhnlicherweise nicht zaubern. Sie können nicht zaubern, aber einige Tiere haben die Veranlagung, Magier zu erkennen und eine besondere Sympathie für sie. Nun, das ist eine Zugabe, in der Tat. Nee. Pferde und Zaubern sind eine Sache, wo man in der angewandten Forschung einige interessante Fortschritte gemacht hat in den letzten 10 Jahren, wenn ihr so wollt. Oh, wie sieht's denn aus mit Bären? Nein. Das ist enttäuschend. Während ihr euch unterhaltet, könnt ihr auch sehen, wie Kelbacher, wie selbstverständlich, als wäre sie die Kapitana dieses Schiffes, an Bord kommt. Nickt euch einmal zu und setzt sich dann vorne am Schiff irgendwo an eine der Planken. Kapitana, wenn's euch genehm ist, ich glaube, wir sollten aufbrechen. Ich denke auch. Das ist die fragliche Passagierin. Dann lasst uns doch erst einmal aus dem Hafen herauskommen und dann besprechen wir, wonach wir suchen. Je schneller wir diese von Nacht in den heimgesuchte Stadt verlassen, umso besser für uns alle. Also gut, Signorina, Signores, dann werde ich uns aus dem Hafen bringen. Ihr habt es gehört, ihr räudigen Hunde. Bringt uns hier heraus. An die Ruder. Ja, und so könnt ihr sehen, wie die Sklaven, die ja von verschiedensten Kulturen herstammen, in die Ruder greifen und dann mit starken Armen dann euch nach und nach herausrudern. Sie sind allesamt gut genährt. So ineffizient.
Philamin hat sich darum gekümmert, dass die Pferde sicher verstaut sind und hält sich dann in der Nähe von dem Kapitän und schaut sich das Ganze so an. Ja, der steht dann noch hinten an seinem Steuerkiel und würde dann eben auch dafür sorgen, dass ihr dann rückwärts aus dem Hafen herauslauft. Ist auch ein bisschen froh, dass es dann weniger stinkt. Auch wenn die blutige See dann hier reingreift. Aber es sind weniger Drogen, sondern dann eher so ein bisschen schimmlig oder fauliges Wasser. Ja, und während du dann dort stehst, können die anderen auch erkennen, nicht nur du, sondern auch die anderen, dass Kelbacher tatsächlich mit einer Pyramide in ihrer Hand spielt. Sie ist ungefähr so groß wie ein Kindskopf, würdet ihr meinen. Und besteht aus Mondsilber und einige... schwarzer Stahl, das muss Endurium sein, der da wohl in Kanten läuft. Die Flächen sind dann wohl aus dunkelrotem, dicken Kristallglas und einige Edelsteine sind darin eingelassen. Saphire, Brillanten, Opale. Und einige Symbole, Glyphen, Schriftzeichen von verschiedensten Sprachen. Dieser ganze Tetraeder glüht und glimmt in ihrer Hand. Ein eigenes Leuchten. Ja, ich würde mich einfach mal neben sie setzen. Ich nehme an, das ist das Ding, richtig? Da habt ihr recht. Er besteht eigentlich aus zwei Teilen, die ich allerdings bereits beide gefunden habe und sie miteinander kombiniert habe. In meinen Händen funktioniert dieses Artefakt. Und ich nehme an, in meinen Händen würde es einfach nichts tun, oder wie kann man sich das vorstellen? Sie reicht ihn rüber. Ja, ich würde ihn mal anfassen. Ja, wenn sie loslässt, merkst du, dass die Symbole wohl aufhören zu glühen und der ist einfach nur noch aus Silber, Kristallglas und ein bisschen dieses Endurium eben. Also sieht unglaublich hübsch aus und wertig, aber nicht mehr magisch. Also ich bin ehrlich, damit könnten jetzt die Magier mehr anfangen, aber leuchtet schöner, wenn du den anfasst, das will ich jetzt nie abstreiten. Da werdet ihr wohl recht haben. Ich wollte aber auch demonstrieren, dass ihr mich braucht. Wie auch ich euch brauche. Aber das wisst ihr ja bereits. Ja, wenn die Kapitana sagt, dass wir euch brauchen, dann brauchen wir euch. Da bin ich ganz unkompliziert. Ja, damit nimmt sie dir den Tetraeder wieder aus der Hand. Und verstaut ihn dann in ihrer Umhängetasche. Naja, die Magier machen so gierige Blicke, aber mir jetzt guckt doch nicht so aus der Entfernung, jetzt kommt doch ran. Was ist denn jetzt schon wieder? Ihr solltet nicht. Ach, ich spiele schon wieder mit dem Tetraeder. Ist es klug, ihn so offen herumzuzeigen? Nun, meint ihr also, man kann diesem Kapitän nicht vertrauen? Oder den Sklaven? Nun, es gibt vielleicht auch noch andere Parteien, die nun ja nach diesem Tetraeder Ausschau halten. Und wenn ihr ihn so öffentlich präsentiert, dann gewährt ihr einen Vorteil, den sie nicht haben müssten. Dann mögt ihr recht haben. Fürchtet ihr euch? Nein. Dann solltet ihr... Ja, sehr. Aha. Kann jetzt mal irgendwer von euch drei erklären, was das Ding eigentlich kann? Nun... So wie ich es verstanden habe, ist dieser Tetraeder ein Artefakt, das Sphären aufspalten kann und Kraftlinien krümmen kann. Ich bin überrascht, dass ihr so sehr viel herausgefunden habt. Nun ja, ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit dieser Thematik und nun ja, da ist mir auch dieses Artefakt untergekommen. Euer Satz fing eben unglaublich langweilig an und endete dann doch so, dass ich nicht meckern kann. In der Tat. Nun, Rafim, um es in einfachen Worten auszudrücken, es ist ein Schlüssel für ein Schloss, könnte man sagen. Es ist wirklich mehr eine Brechstange für eine Tür. Naja, das waren ja ziemlich viele Worte für Brechstange, aber ich danke euch trotzdem. Es gibt auf drei der vier Seiten Symboliken, sowohl einmal Zayat, Amulastra und imperiale Zeichen. Kein Tulamidia, was merkwürdig anmutet. Aber sollte man sie übersetzen, dann bilden sie die Worte verschieben, öffnen und bewegen. Die andere Seite ist unbeschriftet und dient mir als
nun ja, sagen wir Einbuchtung für die Hand. Zudem konnte ich dort die quadratische Einbuchtung einschieben, ein weiteres Teilstück, was dann diesen Tetraeder vervollständigte. Aber das habt ihr sicherlich auch alles entschlüsselt. Immerhin hattet ihr selber das Bild von Donation vor euren Augen. Nun ja, in der Tat, aber uns war nicht bewusst, wo wir diesen Tetraeder bzw. seinen Teilstück finden. Wir sind froh, dass ihr ihn gefunden habt und nun ja zu uns gebracht habt. Naja, ich habe ihn nicht zu euch gebracht. Nun, ihr seid hier. Ihr habt den Tetraeder. Entsprechend habt ihr ihn zu uns gebracht. Nun, die Kamalen-Kausalknoten haben uns auf die gleiche Mission geschickt. Oh, jetzt fangt mir nicht schon wieder mit dieser Wasagare an. Ist ja nicht auszustehen. Würdet ihr uns vielleicht mitteilen, wo ihr die einzelnen Teilstücke gefunden habt? Wie ich bereits sagte, das Bild hat doch alle Hinweise gegeben. Ja, also ihr, das sagt mir jetzt weniger, als ihr vielleicht glauben magt. Barbrück? Sagt euch der Ort Barbrück etwas? Und die Geister von Barbrück? Ja, aber mir sagt mir das was. Nun, wir waren, glaube ich, schon einmal in Barbrück. Erinnert euch? Ja, nicht im geringsten. Hafax? Das Zelt? Ja. Gut. Nee, sagt mir nix. Ja, also das mit Hafax, aber Barbrück sagt mir nix. Nun, es ist ein Ort südlich, südwestlich von Zorgan, wo ich weiß. Nun, dort trafen wir Hafax selber. Eine sehr imposante Erscheinung und ja, die Details sind nicht interessant, aber wir waren schon einmal dort. Wo habt ihr dort das Tasche gefunden? Ich habe mit den Geistern von Barbrück gesprochen. Eben jene Opfer, die Helme Hafax abschlachtete, als er damals in dem 30-Tage-Krieg vorbeischaute. Und diese Geister führten euch zu diesem Teilstück? Zu einem Teilstück, korrekt.